Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, wir haben hier das letzte Mal Generics gemacht, beziehungsweise ich habe das Video schon vor einer Weile gepostet und ja, jetzt mache ich weiter mit Teil 2. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu sehr wiederhole. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was ich alles genau in dem Video gesagt habe. Ich möchte euch jetzt natürlich noch ein paar speziellere Sachen zu Generics zeigen. Und zwar, was wenn man eine bestimmte Beschränkung haben möchte für Generics, also dass man zum Beispiel eine Methode aus einer Oberklasse zum Beispiel aufrufen möchte. Das geht mit Generics, aber es ist nicht ganz so einfach. Und ja, dazu brauchen wir erstmal noch ein paar Klassen. Und ja, wir haben hier, also das letzte Mal haben wir hier so eine andere Klasse gemacht, einfach hier eine generische T-Klasse angegeben und das returnt dann einfach hier dieses gib mir T, gibt einfach den Value zurück. Okay, das brauchen wir jetzt hier tatsächlich alles nicht mehr. Ich möchte mit euch eine mehr oder weniger neue Art schreiben. Hier in Generics steht einfach nur die Main-Methode drin, wo wir hier ein neues Objekt angelegt haben. Genau. Ja, wir brauchen hier eine Oberklasse erstmal. Ich nenne sie einfach mal wieder Super. Und diese Superklasse soll eine Methode foo haben. Public void foo, zum Beispiel mit sysout. Super foo. So. Das heißt, da wird einfach rausgegeben auf der Command-Line, es ist super foo. Und ja, jetzt brauchen wir noch eine Unterklasse davon. Die erstellen wir uns auch noch, die nenne ich einfach mal sub. Und die hat an für sich keine Methode, aber die erbt natürlich von unserer Oberklasse, extend super. Das heißt, die hat automatisch hier auch diese foo-Methode, wisst ihr ja alles. Gut, so, wenn wir jetzt hier uns ein Gen anlegen wollen und diese foo-Methode aufrufen, dann haben wir ein Problem, weil dieses T kann ja irgendeine Klasse sein. Ich könnte ein String reinpacken, wie wir es hier getan haben, ich könnte ein Super reinpacken und ich könnte ein Sub reinpacken. Und nur Super und Sub haben genau diese foo-Methode, die wir gerne hätten. Und wir wollen jetzt aber sicherstellen, dass wir diese foo-Methode eben auch aufrufen können. Und das können wir folgendermaßen machen. Also erstmal halten wir uns wieder ein T-Value. Das hätten wir drin lassen können, ja, ich weiß. Und public void foo, foo. Das ruft erstmal aus, schreibt erstmal gen foo und dann ruft es noch das T, den Value Punkt foo auf. So, jetzt kriegen wir natürlich hier den Error, den ich euch gerade schon erklärt habe, denn ja, wir können ja add cars to value, okay, nicht ganz, denn wir können ja nicht wissen, was T überhaupt für eine Klasse ist. Es könnte ein Super sein, es könnte ein Sub sein, aber es könnte auch ein String sein. Und auf einem String können wir keine foo-Methode aufrufen, denn die ist da nicht definiert. So, was machen wir also, damit wir das hier als Super oder Sub haben? Naja, wir schreiben einfach rein, okay, extends und hinten dran muss dann die Klasse, die quasi die Oberklasse ist. Also da könnten dann auch mehrere Unterklassen, also Sub 2 oder sowas könnte rein, aber hier muss dann logischerweise die Superklasse hin. Und dieses Extend Super haben wir quasi auch hier geschrieben. Es funktioniert aber genauso mit, hier hätte ich das gerne, mit Interfaces. Also wenn jetzt Super hier ein Interface wäre und einfach nur diese Methode foo definieren würde und jede Unterklasse würde die dann implementieren, müssten wir auch nicht implementier schreiben, sondern extends. Das ist einfach, ja, das ist einfach so geworden. Keine Ahnung, wieso sie da nicht Implements auch zugelassen haben, aber ist halt so. Und ja, jetzt können wir das natürlich starten. Jetzt kriegen wir hier natürlich wieder einen Fehler, weil wir hier einen String reinpacken wollen. Und genau das wollten wir ja haben, dass man da keinen String reinstecken kann, sondern dass man jetzt hier ein Sub oder ein Super reinpacken kann. Also schreibe ich einfach mal Super hin, denn wir wissen ja, in ein Generics mit Super können wir auch ein Generic aus Sub reinstecken. Ja, und das braucht man hier theoretisch gar nicht schreiben. Das funktioniert auch ohne. Das erkennt es dann automatisch, was hier drüben steht, wird hier eingesetzt. Das sollten wir vielleicht noch umbenennen. Gens, keine Ahnung. Ja, genau. Und gens.value ist dann ein New Sub. Ihr seht schon, ich habe ein New Sub erstellt und kein New Super. Und es funktioniert trotzdem, wie ich euch gerade gesagt habe. Jedes Sub ist auch ein Super. Genau. So, und jetzt können wir hier natürlich auf dem Gens die Foo-Methode aufrufen. Und schon können wir hier diese Main-Methode starten. Ein Error in meinem Projekt. Ich glaube, ich habe das falsche Projekt ausgewählt. Lass mich raten. Jetzt habe ich das Richtige. So, jetzt wird hier erstmal die Gen-Foo-Methode ausgegeben. Also hier im Sysout, das ist der Output hier.
Und hier wird dann Superfoo ausgegeben. Und genau das wollten wir ja. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, jedes Value hier drin ist auf jeden Fall ein Super oder ein Subtyp von Super und kann deswegen alle diese Werte haben. Gut, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen weiter spinnen. Man könnte jetzt sagen, okay, man möchte mehrere Sachen haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch ein Interface habe, das mir eine spezielle Methode, zum Beispiel Comparable oder sonst irgendwas gibt, oder einfach ein Interface Super 2. Und ich hätte ganz gerne dieses Interface auch überall drin. Das definiert mir jetzt hier eine Methode bar. Und die muss natürlich auch hier available sein, also in unserem Gen drin, weil ich hier value.bar ausgeben möchte. So, dann habe ich wieder ein Problem, weil ein Super nicht unbedingt ein bar ist. Und jetzt kann ich hier, also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder schreibe ich hier implements super 2. So, dann muss ich hier natürlich noch diese bar-Methode ergänzen. Und ja, die macht einfach mal gar nichts, ist mir jetzt egal. Dann habe ich aber hier natürlich wieder das Problem, dass es kein Super mehr ist, sondern noch mehr. Also es ist auch ein Super 2. Und dieses Super 2 muss dann natürlich auch noch irgendwie reingeschrieben werden. Und da hat sich Java für eine sehr, sehr komische Schreibweise entschieden. Man schreibt einfach ein kaufmännisches und dann schreibt man, was man noch gerne hätte, also ein Super 2. Okay, ja, jetzt wissen wir, dass wir sowohl ein Super haben als auch ein Super 2. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das hier ist bloß ein Super, weil das hat diese Bar-Methode hier nicht drin. Dazu müsste ich hier schon Implements Bar machen. Super 2. Implements Super 2. Und dann müsste ich diese Methode hier reinschreiben, dann geht es hier auch. Das ist dann kein Problem mehr. Wenn ich jetzt aber hier das Sub angucke, das ist sowohl ein Super als auch ein Super 2. Und dann muss ich hier einfach. Da wir hier eh einen Sub erstellt haben, ergänze ich hier einfach ein Sub. Und schon funktioniert das alles. Ich kann hier jetzt doch mal vielleicht was reinschreiben, ein sysout. Das gibt mir aus sub.bar. Und frag mich bitte nicht, warum man diese Methoden meistens so nennt. Foo und bar oder buts wird es auch oft genannt. Ja, okay, also ihr seht, man kann hier relativ komplexe Typschranken hinschreiben. Man kann natürlich hier hinten dran dann auch nochmal Extends, irgendeine Klasse, kann man auch machen oder Implements oder was auch immer, geht natürlich alles weiterhin. Aber im Prinzip, das kennt ihr ja schon, ich wollte euch bloß diese Typschranken hier noch zeigen. Die werden wir nachher auch nochmal brauchen, wenn es um Wildcards geht. Gut, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr hier in ein Generic einen speziellen Typ angeben könnt. Also nur Semi-generic sozusagen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.